Mein Name ist Jan. Ich bin der Gründer von Planio. Ich bin Holger. Ich bin für den Serverbetrieb verantwortlich. Ich arbeite bei Planio im Kundenservice. Planio ist gestartet als Tool für uns selber. Bevor es Planio gab, waren wir ein Dienstleistungsunternehmen und wir haben dabei immer Planio eingesetzt und unsere Projekte so mit unseren Kunden geteilt. Und meistens war es dann so, dass sie am Ende von dem Projekt zu uns gekommen sind und gesagt haben, können wir vielleicht das Projektmanagement-Tool behalten? Planio basiert ja auf einer ganzen Reihe von Technologien. Die Aufgaben, die Wiki-Seiten, das Ticketsystem. Weiterhin haben wir den Teamchat, den wir halt intern im Team benutzen, um zu kommunizieren, weil wir ja nun auch nicht alle in Berlin sitzen und auch nicht alle ständig im Büro sind. Ich glaube, dass der Datenschutz tatsächlich eines der wichtigsten Themen für unsere Kunden ist. Wir bei Planio sind Mitglied im Sicherheitsteam von Redmine und können so Probleme sehr schnell und effizient beheben, noch bevor sie der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt werden. Ich bin zufrieden, wenn meine Kunden das Gefühl haben, dass ihre Daten bei uns sicher aufgehoben sind. Wir sind jetzt 10 Mitarbeiter und betreuen über 1500 Unternehmen aus der ganzen Welt. Das macht einfach Spaß zu wissen, dass wir hier mit unserem kleinen Team in Berlin so viel bewegen können. Ich habe nicht das Ziel, dass Planio die größte Projektmanagement-Software der Welt wird. Ich freue mich, wenn wir für einen gewissen Typen von Kunden genau das richtige Werkzeug bieten können. Planio vereint die wichtigsten Funktionen in deinem täglichen Arbeitsablauf